Jede Nacht derselbe Albtraum. Jede Nacht derselbe Albtraum, ja, du sagst es. Können wir uns daran vorbeischleichen, vielleicht so ein bisschen, minimal? Überall Ratten. Also hier sind genug Aufträge überall in der Nähe. Man muss halt nur wissen, wo. Also hier ist auf jeden Fall auch noch ein Raum. Ja, da müssen wir eigentlich nicht rein. Wir machen es trotzdem einfach nochmal abchecken, ob wir hier eventuell irgendwas vergessen haben. Oder irgendwas kriegen. Wow. Ja, die Kiste war offen. Nö, hier dürfte eigentlich nichts mehr sein. Die Nacht dauert ewig. Nee. Aber was ist denn, wenn wir durch das Fenster wieder rausgehen? Wo kommen wir dann raus? Ich friere. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Praktisch noch mal eine Etage höher. Haben Es wir wird denn hier spät. was? Okay, wir können hier auf jeden Fall rüber. Aber nirgendwo. Ah, okay. Check 1-2. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Klettern wir einfach hier hoch. Man kann den Fluss bis hierher richten. So, hier rum geht's natürlich nicht. Okay, da drüben, da müssen wir auch einmal hin. Wobei ich mir noch echt unschlüssig bin, wie wir darüber kommen sollen. Ich bin so. Ah, auch von da wahrscheinlich. Okay, checken wir hier einfach mal alles kurz ab. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich auch nochmal rein. Ich weiß nur noch nicht wie. Boah, das ist alles gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Königreich für einen Kaffee. Okay, ich glaube wirklich, was tun können wir hier nicht. Gehen wir einfach mal wieder runter. Ja, hier kommen wir natürlich nicht hoch, das war ja klar. Harte Zeiten. Ja, das sind nur zwei normale Leute, aber ich glaube, die haben uns beim letzten Mal auch schon verpfiffen. Von daher gehen wir da mal nicht her. Es kann nicht sein, dass wir so viele Aufträge hier haben. Das passt doch gar nicht. Deaktiviere alle Fallen. Ja, ich glaube, wir sind hier irgendwie an einer ganz falschen Stelle. Deaktiviere alle Fallen. Ja, ist das denn hier überhaupt? Wir hauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen Fokus rein. Ah, okay, hier kann man hoch. Oh, noch eine Münze. Einer an. So schnell kann es gehen. Perfekt, ey. Keine Frage.
Gut, dass ich hier war. Sonst hätte sich noch wer verletzt. Ja, bestimmt. So, hier gibt es definitiv nichts mehr. Da können wir wieder rausgehen. Ah, hier war also auch noch mal eine Falle. Plus hier. Weil es sind schon diese Schweine, ey, ganz ehrlich. Muss ich mir ja mal so gestehen, ne? So, dann gehen wir nochmal auf die Karte. Also das wären jetzt hier, wird irgendwie, ich weiß nicht, ein oder zwei Folgen vielleicht, wo wir jetzt einfach mal die ganzen Kundenaufträge versuchen durchzuhauen. So, wir müssen aber wahrscheinlich auf die andere Seite des Gebäudes. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Nein, da unten durch die Türklinke können wir definitiv durch. Dann machen wir das Ganze doch mal. Mal einen fix aufknacken hier. Da kommen nämlich irgendwelche. Von rechts, glaube ich. Ah, das waren, glaube ich, nur normale Dorfbewohner oder Stadtbewohner hier. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir gehen einfach mal hier rein. Wir trauen uns einfach mal. Warum ist die Tür offen? Müssen wir uns Sorgen machen? Ja, wir verschwinden einfach mal ganz schnell. Boah, jetzt haben wir gerade den Schlüssel gekriegt. Ach nee, das war ein Fall. Eine Nase wie Cyrano. Boah, jetzt hoffe ich natürlich nur, dass hier nicht noch Wachen kommen. Er ist nirgends sicher, nicht vor dir und mir. Heilen uns sofort mal. Hier ist niemand. Zumindest jetzt nicht mehr. Wir müssen wachsam bleiben. Tagebuch des Bildhauers. Sehr schön. Tagebuch des Bildhauers. Selbst die Aufträge für Grabsteine versiegen. Auf den Friedhöfen ist schlichtweg kein Platz mehr. Sei es drum, wenn ich noch ein einziges an einem Grabstein lehnendes Kind meißeln muss, drehe ich sowieso durch. Mein Urgroßvater hat den Obelisken des wandernden Barons angefertigt. Ich kann auch gleich Ziegel aus Häusern schlagen. Diese Adligen sind eigentlich bereits Statuen. Wo sind die Possen? Okay. Wo sind die Possen treibenden Töchter, liegenden Ehefrauen, das Leben und die Freude? Nein, John Crowley, für dich gibt es nur Büsten von finsteren alten Männern, die für ihre Totenmaske posieren. Was für Dinger? Okay, habe ich selber nicht verstanden, aber okay. Die Stimmen werden immer aufdringlicher. Sie sagen, dass Cracksclefsteine schon vor langer Zeit sauer wurden und es vergebliche Mühe ist, daraus Schönheit und Wahrheit zu formen. Okay, also es geht wohl irgendwie wirklich um die Steine, um die Grabsteine, was auch immer. Habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. So, also wir haben auf jeden Fall gerade unten noch ein Schild gefunden, was schon mal sehr angenehm ist. Wo dann natürlich auch die Fallen deaktiviert wurden. Jetzt loopen wir erst nochmal ganz kurz hier durch. Checken wir einmal ab, ob hier niemand in der Nähe ist, weil wir werden die Tür nämlich jetzt wieder aufmachen. Ja, hallo. Ich mache nichts. Ich sitze einfach nur hier rum. So, hier haben wir den nächsten Auftrag. Stehl alles aus dem Hehlladen. Wir versuchen's. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie kommen wir dort rein? Wir müssen auf jeden Fall an den Wachen vorbei. Das heißt, wir gehen am besten oben rum. Was man wohl fürs Ziehen der Toten kaum bekommt. Wäre wahrscheinlich am sinnigsten, wenn wir oben rumgehen würden. Da stellt sich halt nur die Frage, wie wir da am besten jetzt hochkommen. Ich wollte mich nach Dayport schleichen. Ah, ja, gehen wir vielleicht einfach mal hierher. Genau, dann durch dieses Fenster hier durch. Und dann rechts durch das Fenster wieder raus. Und dann haben wir das nämlich auch schon wieder. Genau, jetzt sind wir hier wieder bei den dicken Bären. Hier einfach wieder durch. Jawohl, komm schon. Jawohl, perfekt. So, wir gehen dann hier rüber. Oder?
Nee, Moment, jetzt muss ich mal selber kurz überlegen. Was soll ich denn sonst arbeiten? Soll ich den Kanal schrubben? Ja, doch, das ist glaube ich schon richtig so. Hier dran. Woppa, woppa, woppa. Dann hier rüber. Ja, hier müssen wir irgendwie rein. Ich frage mich nur, wie wir hier reinkommen wollen. Ich werde krank. Das spüre ich. Ah, warte mal. Vielleicht. Als wenn ich es nicht geahnt hätte. Warum auch immer. Und müsst, also ich bin echt froh, heilfroh, dass wir den, die Fokusfähigkeit endlich mal benutzen. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch wesentlich länger gesucht. Okay, hier hat sich jetzt, gerade auch wieder ein bisschen was getan. Und hier haben wir ein paar Schätze. Zwei Münzhaufen, eine Geldbörse und auch sämtliche Klappen. Normalerweise ist es andersrum. Okay, wobei die Schubladen eigentlich leer sind. Was uns aber auch nicht stören soll, ganz ehrlich nicht. So, der ist leer. Sieht es dort wieder aus. Die Karte einmal aufgerufen. Und wir haben die Aufträge fast soweit hier. Hier geht es wahrscheinlich zum Boot, ne? Oh, nee. Durchsuche Black Market nach dem gestohlenen Schädel. Na, dann machen wir das Ganze nochmal. Hier rüber. Hier an das Seil. Da habe ich einfach mal zu lange gewartet, da habe ich ein bisschen gepennt, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, es hat einfach mal keiner rausgekommen. Nee, das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht ganz gut aus. Ah, okay, da unten, da müssen wir praktisch zur Tür hin. Schauen wir einfach mal, ob wir uns hier einfach mal so herschleichen können. Oder auch nicht. Und ja, gehen ins Südviertel. Oder wollen ins Südviertel. Und wir haben den Auftrag mit der Alfonsos, wo wir die Alfonsos Kleidung betreten müssen, immer noch nicht erledigt. Also da muss ich gleich echt nochmal nachgucken, wie wir da am besten hinkommen. Denn irgendwie wird das einfach nichts. Warum auch immer. Ganz ehrlich. So, was haben wir jetzt hier oben? Geh zu Alfonsos Kleidung. Ja gut, das ist ja, ne? Irgendwie funktioniert das nicht. Warum auch immer. Aber zunächst plündern wir jetzt erstmal das A-Lager. Und müssen auf jeden Fall hier irgendwo her. Oder irgendwo hier in das Gebäude rein. Okay, und ich glaube, wir haben es auch schon direkt gefunden. Hier. Trotzdem machen wir einfach mal die Kerze aus. Dabei fühlen wir uns einfach wohler. So, da haben wir nichts. Ein Taschenporträt. Und wieder Molere. Und knacken mal das Schlösslein. Wir haben schon ordentlich heute Schlösser geknackt und Fallen entschärft. Also so langsam werden wir besser. Mit der Fokus sich dabei, das erleichtert auch um einiges die Arbeit, ganz ehrlich gesagt.
So, was haben wir hier? Eine Geldbörse mit 15 Gold. Gut, ist jetzt nicht so der Hammer, aber ist besser als gar nichts. Die sehen aus wie Ohrringe. Aber haben wir auch. 12 Gold für Ohrringe. Oh, ich mache irgendwie mal sofort schon wieder die Fokussicht an. Weil ich jetzt... Aha. Okay, also da ist eine Druckplatte. Hier sind keine. Ah, das war doch bestimmt irgendein Schalter für draußen, glaube ich. Okay. Ja, nehmen wir das so lange. Ist natürlich auch nicht schlecht, den Schalter für die Falle nach draußen zu legen. Na, das lohnt sich doch mal, glaube ich. Münzhaufen, Münzhaufen. Da haben wir nichts mehr. Hier haben wir auch noch einen Münzhaufen. Und noch einen Münzhaufen. Hier ist nichts mehr. Ich brauche keine neuen Feinde, aber so wie ich die Aalbeißer kenne, beschuldigen sie sich gegenseitig. Ja, sehr gut. Und wieder ein Auftrag fertig. Jetzt checken wir wieder mal die Karte ab. So, dann haben wir hier noch zwei Aufträge. Beschaffe die Teile des letzten Werks des Dichters. Na, dann machen wir das Ganze doch mal. Und zwar in die Richtung. Okay, darunter, das wäre ein wenig gefährlich. Gehen einfach hier runter. Lecker. Er kotzt sich erstmal schön die Seele aus dem Leib. Kommen wir hier durch? Nein, okay. Dann schleichen wir uns hier einfach her. Genau, was ist nur aus dieser Stadt geworden? Irgendwas ist anders an dir. Ja, meinst du? Moment. Ich glaube, ich hab's. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht.